Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Ihr habt euch sicher alle schon gefragt, warum sehe ich denn vom Linux, von Linux, Windows und Mac Hilfe keine Videos mehr, wo ich ihn abonniert habe? Da müsste ja eigentlich hier irgendwo was kommen. Leider Gottes hat YouTube wieder, ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon her ist, aber jedenfalls hat YouTube wieder mal was umgestellt in den Einstellungen und die Videos werden nicht angezeigt, beziehungsweise ihr werdet per E-Mail auch nicht benachrichtigt, dass ein neues Video online gegangen ist oder online gestellt wurde. Nun, wir können ja das Ganze umstellen, dass ihr eben auch diese E-Mail kriegt, dass ich jetzt zum Beispiel ein Video hochgeladen habe. Ihr klickt hier oben drauf, ihr müsst übrigens auf YouTube angemeldet sein. Klickt auf meine Abos, dann habt ihr den Punkt Abos verwalten, klickt drauf und dann habt ihr hier den Punkt Benachrichtigung erhalten, also eben, dass ihr per E-Mail benachrichtigt werdet, gelegentlich, was auch immer das heißen mag mit gelegentlich, da kann man ja auch nur noch viel verstehen. Ich persönlich würde den Haken auf immer setzen, in meinem Fall hier beim Alexi Bix und bei Semper Video und dann müsstet ihr auch eigentlich alles bekommen. Natürlich könnte ich hier auch sagen Aktivitätsfeed. Wollt ihr nun die Uploads oder auch das, was er schreibt in Kommentaren oder so oder auch auf seinem YouTube-Kanal, da könnt ihr eben auch sagen, ihr wollt nur die Uploads zum Beispiel sehen von den beiden oder eben ist von mir in dem ist das Beispiel und dann werden euch nur die Uploads in der E-Mail angezeigt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch doch wieder gefallen. Lasst doch einen Daumen hoch da und es würde mich mal interessieren, bei wem das alles nicht eingestellt war. Schreibt es auch in die Kommentare, das würde mich mal sehr interessieren. Und ich verabschiede mich mit diesem kurzen Quick-Tipp für heute. Bis dann, das war's von Linux Nutzen Mac Hilfe und ich bin jetzt raus. Tschüss.